Hinter der hohen Priesterung die Älteste des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und wunden ihn und führten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Was Judas sah, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zu Toren, gereuete es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge, den hohen Priestern und Ältesten, und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut erwarten mache. Sie sprachen:
Festhauer hatte der Landflieger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen für anderen, der hieß Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe? Barabbas oder Jesu, von dem gesaget wird, ihr seid Christus. Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Rückstuhl saß, schickte seine Weib zu ihm und ließ ihm Aber nun nicht zu schaffen mit diesem Berechten. Ich habe heute viel erlitten mit Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesum umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, wenn ich euch soll? Losgeben! Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, ihr seid Christus? Oh,
frühes Knechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Brückhaus und versammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm, verspotteten ihn und sprachen: seines Todes beschrieben. Nee.